So, willkommen zurück zu das Gangster-Gangster-Gangster-Mafia-Spiel, Mafia Definitiv Edition. Und ich würde sagen, wir machen mit der nächsten Spitzenmission weiter. Unsere letzte Mission war ja reiche Leute besuchen. Wir haben den Safe erfolgreich geknackt, sind dann geflohen, erfolgreich abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter und wünsche euch viel Spaß dabei. Legen wir los. Let's go. Gutes Geschäft, 1933. Das ist unser letztes gutes Zeug. Ich weiß. Ein paar der Flaschen habe ich schon 10 Jahre. Aber wir brauchen das Geld. Raus damit. Na los doch, aufladen. Schön, euch zu sehen. Boss, gibt's Neues von der Sache mit Salvatore? Das war gut, Tom. Gilotti hat nichts mehr in der Hand. Das gibt uns Zeit, bis das Geld ausgeht. Aber noch nicht die Farm verkaufen, Boss. Sam meint, du hast dir was überlegt. Ja. Und es wird Ihnen gefallen. Wir machen Kohle und geben Morello nebenbei was auf die Fresse. Okay, dann lass mal hören. Vor ein paar Wochen sitze ich in einer Zigarrenlounge in Blue Tropics. Wo? Ist nur ein kleiner Puff. Nur ein paar kleine Kammern mit dreckigen Matratzen. Ist ein Herrenclub. Mit Bar und allem. Naja, ein Typ ist komplett dicht. Jam hat der Alten mit seinen Problemen die Ohren voll. Ist mir nur wegen seinem bekloppten Akzent aufgefallen. Er labert und labert, dass er so richtig fett abkassiert hat. Aber die Typen, für die er arbeitet, setzen ihn unter Druck. Seine kaputte Nase spricht Bände. Hast du für ihn bezahlt? Niemals. Aber ich habe ihn rausgebracht und mich mit ihm in den Diner um die Ecke gesetzt. Haben uns unterhalten. Stellte sich raus, er heißt Gates. Ein Landei aus Kentucky. Schwarzbrenner? Besser. Sein Alter hat ein paar richtige Destillerien. Und dreimal darfst du raten, wer ihm seinen Fusel hier exklusiv abnimmt. Morello. Und du glaubst, er will sich rächen? Oh ja, ich bin seitdem an ihm dran. Er kommt heute Abend mit einer neuen Lieferung, aber er würde mit all seinen Leuten die Seiten wechseln. Alles, was wir tun müssen, es muss wie ein Überfall aussehen. Ich weiß nicht, Pauli. Traust du diesem Kerl? Er hasst Morello, glaub mir. Außerdem haben wir keine Wahl. Wir sitzen hier bald auf dem Trockenen, Boss. Was meinst du, Tom? Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Wenn Pauli sagt, Gates kriegt das hin, warum nicht? Treffpunkt? Die Parkgarage in der Innenstadt. Okay, von mir aus. Aber diesmal hältst du dich zurück, hast du verstanden? Nimm Carlo und Little Bill mit. Klar doch, Boss. Hast du den Truck? Komm her damit. Wir enttäuschen sie nicht, Boss. Ich will es nicht bereuen, dass du Zeit mit den Jungs auf der Straße verbringst, Carlo. Sorgen Sie sich nicht um mich. Tue ich nicht. Tommy macht das für mich. Ich passe auf ihn auf, Boss. Ohne Fortuna, Jungs. So, dann steige ich hier mal in meiner krassen Limousine ein. Steige mit Pauli. Okay, fahre zum Parkplatz. Alles in Ordnung, Carlo? Machst dir wohl in die Hosen? Ach, lass das. Große Sache, was? Endlich bist du mit dabei. Hör zu, ich habe mehr Zeit mit dem Don verbracht als ihr alle zusammen. Klar. Hast auf der Straße gewartet, bis er mit seiner Braut fertig war. Wenn ich nicht mit soll, kein Problem. Ist okay. Der Boss muss es nicht wissen. Nein, du kommst nicht. Das hat der Boss gesagt. Du siehst viel zu hübsch aus. Ehrlich. Gates soll nicht denken, wir wären Nieten. Warum ist Gates sauer auf Morello? Als Gates das erste Mal mit seinen Trucks ankam, wollte Morello die Konditionen ändern. Er hat ihm was auf die Nase gegeben. Als Teil der Neuverhandlung. Seine Nase kriegt noch mehr ab, wenn Morello hört, dass wir dabei sind. Deshalb tun wir so, als würden wir ihn überfallen. Dann jammert er seinem Paps die Ohren voll, dass er ausgeraubt wurde. Er überzeugt den Alten, dass Morello die Ware nicht beschützen kann.
Und als neuen Käufer hier draußen bringt er dann den Namen Salieri ins Spiel. Dieser Plan ist Mist, Tom. Pauli hat mir gestern davon erzählt und er ist noch schlimmer geworden. Wenn du einen Hinweis für den Boss hast und ihn nicht nur kutschierst, ja? Dann kannst du mitreden. So lange hältst du dein dreckiges Maul. Wenn du so besser schlafen kannst. Aber heul nicht, wenn Morello sich dich zur Brust nimmt. Echt jetzt? Meinst du das ernst? Leute, hört auf! Himmel! Mann, die haben einen Gesprächsstoff bei der Fahrt. Unglaublich, ey. Ob die keine anderen Probleme haben. So, ich bin mal sehr gespannt, was uns gleich im Parkhaus da erwartet. Weil ich glaube nicht, dass das einfach nur ein Parkplatz ist. Ein Parkhaus, wie ich gesagt habe. Ich mache hier viele Deals. Der Parkwächter will nicht viel dafür. Macht immer zu, bis ich fertig bin. Okay, alles in Ordnung. Gates wartet ganz oben. Fahre zur obersten Ebene. Natürlich ganz oben. Oh. Einmal kurz woanders hingeguckt. Hier ist soweit alles sauber. Autobesitzer sind arbeitende Menschen. Tagsüber ist es hier wie ausgestorben. Wir arbeiten auch und sind hier. Und was für eine Arbeit. Sehr, sehr stylisch. Das Parkhaus. Müssen wir sonst noch was über Gates wissen, Pauli? Nur, dass er eine kaputte Nase und Kisten voll gutem Zeugs hat. Das ist unser Mann. Das ist unser Mann. Park da drüben. So, dann werden wir hier mal schön einparken. Pauli! Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, dich auch, Gates. Also, ihr kennt euch hoffentlich mit Whisky aus. Ich bin hier nicht so der Fachmann. Tommy! Ja, ist gut. Die erste Zahlung. Wenn's dem Don schmeckt, zahlt er weiter. Ja, und sie werden immer größer. Wir werden alle noch reich, Jungs. Wir machen gern Geschäfte mit anständigen Leuten wie Don Salieri. Bitte, bestell ihm meine Grüße. Sicher. Jetzt müssen wir den Deal nur noch abschließen. Ja, danke, Molly. Nein, nein! Schon okay. Was? Ich sagte doch, es muss wie ein richtiger Überfall aussehen. Meine Nase ist sicher krumm und schief, wenn ich hier fertig bin. Ach, keine Sorge. Mit der vielen Kohle, die du anstreichst, kaufst du dir einfach eine neue. Pass auf! Oh, es gibt mal keine Mission, wo nicht rumgeballert wird. Okay, wir sind hier zum Teufel, wussten die davon? Weil du die Klappe nicht halten kannst. Gates ist getroffen. Aber das ist halt Mafia. Hier wird immer rumgeballert. Nicht so schlimm. Nehmt den Fusel und haut ab. Meine Jungs kommen schon. Los, los. Solange ihr sie vorne erledigt, bin ich hier hinten sicher mit dem Kleinen. Carlo, in den Wagen. Tot nützt du nichts. Tommy, sieh nach, ob das alle waren. Es ist noch nicht vorbei. Komm, ich gebe die Deckung. Begleite den Laster.
Die ganze Kiste ist voll mit Whisky, ey. Ja, hier kommen noch mehr. Komm sofort hierher! Sie haben diese restliche Truppe gerufen! Eine Granate wäre jetzt nicht schlecht. So ein Stress und das nur wegen Whisky, ey. Ich lade nach. Na, endlich explodiert mal was. Ich sag ja, hätte ich eine Granate oder irgendwas, das hätte ich da immer reingefeuert. Sehe ich so aus wie ein verdammter Feuerwehrmann? Sehe ich so aus? Wer geht drauf? Wahrscheinlich er. Oh, ein paar Granaten. Oh, das war ganz schön heftig. Ich spüre immer noch die Flammen im Gesicht. Bleibt zusammen und in Bewegung. Beschützt den Fusel. Ich fahre den Laster mit dir. Natürlich ist es nicht vorbei. Oh, da können wir eine Granate mal reinfeuern. Genau so wollte ich sagen. Ich muss nachladen. Oh shit. Wollte ich eigentlich wieder mal vermeiden. Gut, ich hatte auch keine Muni mehr. Schade, schade, schade. Natürlich ist es nicht vorbei.
Machen wir gleich nochmal. Ein reinstes Rumgeballer hier. Munition, Munition. Mal eine Schrotflinte nehmen, die hat vielleicht mehr Bums. Sprich mit Sam. Schnapp dir den Wagen. Fahr mir nach. Sicher, Sam. Okay, schnell weg hier. Begleite den Laster. Woher wusste Morello von meinem Deal? Lauter Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen nicht drauf zu gehen. Ich wusste, dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Trefft sie, wo es wehtut. Mach ihm kalt. Ich hoffe, dass die Reifen den auch durchhalten. Komm, gib Gas. Verpisst euch. Sam fährt durch Scherbenviertel. Ich schätze, wir dann auch. Oh, der Laster hat nur noch ganz wenig Energie. Euch alle kalt. Ja, fahren und schießen ist nicht so einfach. Aber der Laster hat nur noch ganz wenig Energie. Wir haben sie alle abgeschüttelt. Dem Himmel sei Dank. Auf nach Hause. Mal sehen, was wir haben. Wir haben den Fusel. Ist zwar nicht nach Plan verlaufen, aber den Fusel haben wir. Ja. Und heute Abend kippen wir uns was hinter die Binde. Das haben wir uns verdient. Perfekt. Haben Morellos Jungs euch erwischt? Ja, Boss. Haben sie erledigt. Was ist mit dem Jungen aus Kentucky? Hat eine Kugel abgekriegt. Aber der ist hart im Nähen. Er und seine Jungs sind abgehauen, als wir mit Morellos Leuten fertig waren. Es gibt Gates und seinem Papi einen Grund mehr, an Morello keinen Whisky zu verticken. Gut, mal sehen, ob der Fusel den Ärger wert war.
Exzellent. Ich bespreche alles mit dem alten Gates. Und sobald das mit dem Kentucky-Stoff läuft, sind wir wieder im Geschäft. Gute Arbeit, Junge. Bin stolz. Bin auf alle stolz. Saludo. Saludo. Also die Mission hat mir auch super gefallen. Gerade die Ballerei im Parkhaus, das mit der Granate einfach mal in den parkenden Autos reingeschmissen. Einfach ein geiles Gameplay. Besser geht's ja nicht mehr. Der Boss ist zufrieden mit dem Whisky. Ich bin auch zufrieden mit meinem Gameplay. Und wir haben hier das Kapitel erfolgreich abgeschlossen. Gutes Geschäft. Und ich würde sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Mafia Definitive Edition wieder. Bedanke mich schon mal für's Zuschauen. Und haut rein. Und bis dann.